Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge ARK. Und zwar heute geht's um das DLC, um Extinction. Und jo Leute, es ist bei mir gerade Dienstag, der 19. Juni, 17.58 Uhr. Ihr seht, der Countdown läuft. Es dauert noch eine Minute, 17 Sekunden. Ich bin auf die Internetseite gegangen und wir wurden weitergeleitet zu einer Twitch-Seite. Und zwar hier. Ich verlinke sie euch auch unten. Und zwar sind wir hier gelandet. Ihr seht, die Leute sind mega gehypt. Jeder kann es gar nicht mehr abwarten, was jetzt los ist. 23.443 Leute sind live dabei. Das ist schon eine Hausnummer. Das 24.000, also es, wow, es geht jetzt richtig durch die Decke. Und ja, ich dachte mir, ich mache euch daraus ein Video, damit, ja, ihr, falls ihr es versäumt habt, live, was da passiert, was jetzt abgeht. Dachte ich euch, ich mache euch ein Video und sobald ich das gerendert habe, gespeichert habe, rauf auf YouTube. Und jo, ich hoffe, jetzt bekommen wir endlich das, was wir uns ersehnen, was wir uns echt schon vom letzten Verarschtrip, sagen wir jetzt mal, was wir uns da erhofft haben. Ich bin gespannt. Die Musik wird ganz leise. Ich schalte es mal ein bisschen lauter für euch. Weil ihr solltet das schon. Ja, die Musik wird leise. Oh, jetzt wird spannend. Ich glaube, ich schalte mich mal jetzt weg und dann seht ihr, was hier Phase ist. 4, 3, 2, 1 und... Alter, ich hab Gänsehaut, ich hab Gänsehaut. Oh, wie geil, oder? Ich meine, 6. November ist das Datum, wo es kommen sollte. Den Kanal habe ich auch natürlich unten verlinkt. 6. November sollte es kommen. Hier sehen wir jetzt noch ein paar Bilder. Es wird noch mehr in die Alien-Sachen reingehen. Ihr seht hier schon die Anzeigen links und rechts, ne? Hier über meinem Schädel. Blub. Also, es wird noch moderner werden, es wird noch krasser werden. Und das Viech gerade, Alter, das hole ich mir mit Forst. Also da, nee, ich bin echt schon gespannt, was erwartet uns. Hier seht ihr es. ARK Extinction Crow. Ja, jetzt fängt es wieder von vorne an. Ich muss echt sagen, bam, ne? Also, da haben sie sich echt was einfallen lassen. Ich finde die Map, was man hier so sieht, man sieht ja echt viel, was man hier so sieht, es ist wie Aberration an der Oberfläche und das finde ich einfach mega geil. Neue Kreaturen, neue Map. Neue Geschehnisse, ARK, das macht ARK richtig wieder. Bitte öfter sowas, ne? Bitte öfter sowas. Ich feier's absolut. Ich hoffe, ihr feiert's auch. Sobald das raus ist, natürlich, Sari-Server wird erweitert, ist ja ganz klar, ne? Ist ja logisch. Wir werden immer jede Map im Server drin haben. Geclustert oder auch nicht, je nachdem, wie die Anforderungen sind. Auf jeden Fall, das finde ich geil. Ich glaube, das ist mal der Endboss, oder? Kann ich mir vorstellen. Weil man sieht sein Herz wie beim Rockwell. Und da könnte man schön richtig gut reinbolzen. Also, Leute. Ich hoffe, das reicht für die erste Info. Und ja, also. Pst, wo ist es? Hier. Muss man sagen, haben die von ARK gut gemacht. ARK Extinction ab 6. November. Ich hoffe mal, sie halten Wort. Und ich wünsche euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao.